Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen wieder New Super Mario Brothers. Ja, das hier ist der Freitagspart, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind hier jetzt direkt tatsächlich vor dem Geisterhaus dieser neuen Welt hier, der Säure-Dschungel. Und ich würde sagen, wir gucken mal direkt in dieses Spukschloss rein. Mal gucken, was für Geister uns hier versuchen, den Spaß an dem Spiel zu verderben. Oh, eine Feuerblume. Okay, also... Ja, keine Ahnung. Bis jetzt läuft diese Welt ja eigentlich ganz gut. Wir haben bis jetzt, soweit ich das in Erinnerung habe, noch jede Sternmünze. Das gefällt mir natürlich sehr. Vor allem, weil ich da auch interessiert dran bin, das Spiel so vollständig wie möglich abzuschließen. Hier ist eine Tür. Wer weiß, wo das hinführt. Und was ist das da? Das sieht aus wie ein Löffel oder so, der von der Wand hängt. Naja, erstmal gucken, was hier in dieser Türe drin ist. Vielleicht ja schon die erste Münze. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie, ne? Auf jeden Fall schon mal ein Schalter. Der ist doch bestimmt für irgendwas nützlich. Und ansonsten ist hier nichts. Okay, was passiert dann? Oh, okay. Was ist das denn? Das finde ich ja sehr merkwürdig hier. Aha. Das war ein komischer Raum. Ich glaube, da gab es aber nichts weiter zu holen als irgendwie ein Item. Deswegen gehen wir mal direkt wieder raus, weil da hat uns jetzt nicht so sonderlich viel gebracht. Und müssen wir mal gucken, was das hier mit diesem Löffel auf sich hat. Einfach volle Kanne drauf springen. Oh, okay. Da werden wir quasi rüber transportiert. Das ist ja auch krass. Oh. Direkt mal hier. Oh, ich wollte da eigentlich durch. Aber da kommen überall so komische Dinger. Das ist ja tragisch. Da muss ich hier durch. Wenn das geht, von hier bitte. Danke. Hier ist doch bestimmt was, oder? Sonst hätten die das nicht so gemacht, dass man hier nicht rüber kann. Also fast nicht rüber kann. Oh, hier unten ist ein ganz dicker Geist, glaube ich. Oh, oh. Okay, hier ist die erste Münze. Die ist natürlich super. Super coole Sache. Aber wir wollen mal unten weitergehen und da den Weg überprüfen, wo wir denn dann hinkommen. Hier ist der Raum mit diesem dicken Geist, glaube ich. Mal gucken, was der uns... Hallo? Der sieht aus, als ob er die Luft anhalten muss. Ach so, da wird er kleiner? Ah ne, der pumpt sich auf, dieser komische Vogel. Na gut, das können wir ausnutzen, um einfach wegzulaufen, ne? Als Schisser, wie wir sind, vor Geistern. So, und was ist das hier? Kann der auch diese Blöcke einsaugen wie Kirby? Nee, kann er nicht, okay. Da komme ich da leider nicht rein. Oh, schnell weg hier. Oh, ich kann hier sogar Dingsens hier die Blöcke zu Münzen werden lassen. Das nutze ich doch mal gerne aus. Ja, super, lass mich jetzt mal volle Kanne treffen. So komme ich dann noch hier nach oben, das ist ja cool. Ich hätte auch ganz einfach oben den Weg lang nehmen können, aber man weiß ja nicht, was man alles verpasst hätte, ne? Deswegen habe ich lieber mal diesen Umweg und den normalen Weg genommen. Interessantes Geräusch. Hier brauche ich wieder einen Schalter, so wie es aussieht. Ah, hier ist er. Ja, den sieht man doch wohl auf Anhieb. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Obwohl, ich vermute mal, dass man nicht diese Tür hier hätte nehmen müssen, wenn man alle Secrets haben will. Da hätte man bestimmt woanders nochmal hingemusst. Okay, hier ist wieder ein Schalter. Und dann geht's in die Röhre hier, vermute ich. Aua. Mann, du bist ja voll der Blöde hier. Oh, oh. Ich benutze mal hier eine Feuerblume. Nein, und die bleibt tatsächlich da oben liegen, diese dumme Ding, ey. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Aber ich glaube nicht von hier. Nee, das ist, glaube ich... Hallo, was ist... Geh mal weg hier. Hallo, du blödes Ding. Schnell. Ah, da war was, da war was. Hier muss ich mit Walljumps hoch. Das sehe ich doch direkt hier. Haha. Direkt mal eine Münze eingesammelt. Die war eigentlich ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. Also hab's zwar auf Anhieb gefunden, aber die Idee war nette Idee. So, und direkt hier in die Röhre. Und ich hoffe mal, da geht's weiter. Wäre super. Oh, hier ist wieder so ein Geselle. Ja, eine hier fette Sternmünze fehlt uns auf jeden Fall noch. Die dritte nämlich. Mal gucken, ob wir die auch noch bekommen können im Laufe dieses Playthroughs, dieses Geisterhauses. Oh Mann, ich habe immer Angst hier in Geisterhäusern. Oh, da ist eine Sternmünze. Wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung, vielleicht durch diese Tür. Oder die führt uns jetzt direkt zum Ausgang. Oh nee, das sieht nach Ausgang aus. Auch gut, Ausgang, yeah! Ausgänge sind auch cool. Aber wahrscheinlich nicht der einzige. Geisterhäuser haben ja oft mal einen zweiten Ausgang, einen Secret Exit. Besonders, weil hier direkt drunter ja die Kanone ist. Und deswegen glaube ich mal, dass da einfach nochmal ein Secret Exit ist. Ich würde vorschlagen, ich gehe direkt nochmal rein und gucke, ob ich ihn zufälligerweise finde oder ob ich vielleicht den Weg zu der Sternmünze ausfindig machen kann. Da hätte ich natürlich nichts gegen. So, direkt mal hier die Feuerblume einsammeln. Da habe ich auch nichts gegen. Das ist mein Lieblingsitem. Klasse. Nein, nein! Ja, so viel zu der Feuerblume. Das war ein kurzes Vergnügen. Ja, super. Ich lasse mich hier direkt in den erstbesten Abgrund fallen. Das ist ja super, super peinlich mal wieder. Und jetzt gibt es natürlich nur einen Pilz hier. Einen doofen Pilz, ey. Ich mag keine Pilze. Oh, fast wieder hier runtergefallen. Das wäre wieder super gewesen. Ja,
So, wunderbar. Ging's hier rein? Nee, wir müssen hier auf dieses komische Ding. Und so können wir uns rübertragen lassen hier. Ach so, in diesem Ding gab es eine... Ah, eine Feuerblume hätte ich da mitnehmen können. Aber ja, ist egal. Ist egal. So, hier weiter einfach den Weg weiter folgen. Und hier mussten wir den Schalter drücken und so kommen wir hier durch. Ach, aber erstmal muss er hier sich verziehen. Na los, komm her, du komischer Geist, ey. Was ist das überhaupt für eine Mechanik, dass er sich so aufbläht, ey? Das hat doch voll von Kirby geklaut, oder? Der pustet sich doch auch so auf. Naja, sei es drum. Also jetzt, das Geisterhaus kennen wir doch jetzt schon alles hier. Ja, keine Herausforderung hier mehr, oder wie? Auf jeden Fall würde ich ganz gerne probieren, nochmal in diesem Durchlauf hier die Münze zu bekommen, die ich beim ersten Mal nicht geschafft habe. Das ist der eigentliche Grund, wieso ich hier bin überhaupt noch. Brauche ich ja eigentlich schon gar nicht mehr, weil ich habe ja alles andere schon. So, komm mal her, du komischer Geist. Du bist hier im Weg. Ach so. Ja, dann direkt... Oh nein, das war dumm. Schlechter Ort. Weil der Geist jetzt hier im Weg ist. Nein. Oh, super. Das war ja klar. Und direkt hier rein, wenn es geht. Ja, geschafft. Ich hatte noch voll viel Zeit. Alter. Alter, wie viel Zeit hat man denn dafür? Naja, stören soll es mich nun nicht. Da war, glaube ich, der Ausgang. Ich hätte ganz gerne nochmal einen Power-Up, aber ich glaube, da... ja, da Fehlanzeige. Okay, mal schauen. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Oh nee, hier ist was. Hä, wie komme ich denn da hin noch? Da geht es auf jeden Fall noch hoch, aber... Wie komme ich da hin? Hm, kann ich durch die Röhre nochmal zurück, zufälligerweise? Ja, das geht, okay. Hm. Ich habe keine Ahnung. Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Mal schauen, ich muss mal den Schalter drücken und hoffentlich nicht in den Geist laufen, an der auf uns zukommt. Der Halunke. Oh, das war knapp. Aber hat gerade so geklappt. Nein, ich wollte gar nicht rein. Naja, okay. Ja, okay, ich würde sagen, auf Anhieb schaffen wir es nicht. Wir sind zu dumm dafür, deswegen muss ich das wieder hier in dem Secret-Aufholjagd-Part machen, dass wir dann hier den verbleibenden... Die verbleibende Sternmünze und den... Aua! Was war das denn? Naja, im nächsten Secret-Aufhol-Part holen wir uns dann hier das Ding. Die letzte Münze und den Secret Exit. Aber hier haben wir die Möglichkeit, wieder unsere Leben aufzustocken. Und da bin ich ein großer Freund von. Leider ist das hier ein Glücksspiel. Und da kann man ja auch immer mal ganz gut Pech haben. Ja, Glücksspiele sind eigentlich dafür da, um Pech zu haben. Das ist traurig. Das ist gar nicht der Sinn davon. Glücksspiele sind dafür da, um Glück zu haben. Aber wenn man Pech hat, dann ist das doof. Mal schauen, wie mir das Glück gesegnet ist hier in diesem Versuch. Ich glaube, den Satz konnte man gar nicht so sagen, aber ist ja auch egal. Naja, 4 Pilze ist in Ordnung. 4 Leben also. Da kann man mit leben. Also zumindest 4-mal kann man damit leben. Ja. So, jetzt bitte hier rausgehen. Das ist doch hier Zeitverschwendung alles. Und hier dieses scheinbare Abgrundlevel steht als nächstes auf dem Programm. Und danach fehlt nur noch eins und dann ist schon das Schloss wieder an der Reihe. Das ist ja... Es ging ja recht flott hier durch diese Welt in 3 Parts oder so. Könnte das schaffbar sein. So, und hier haben wir Bob-Ombs, tatsächlich. Die guten alten Bob-Omb-Freunde aus Super Mario 64. Oh, der explodiert sogar wirklich. Ja, leider habe ich das nicht gewusst und deswegen die Chance auf meinen Pilz hier verpasst. Kannst du hier den Weg freisprengen, zufälligerweise? Oh. Oh, hä? Was, ey? Ich darf, glaube ich, nicht den B-Knopf drücken, weil sonst hebe ich den einfach auf und das will ich gar nicht. So, explodier mal bitte hier, du Freund. Nein, Mann! Mario, du sollst ihn mal nicht wegkicken. Das ist kein Fußball, das ist eine Bombe. Das ist kein Spielzeug, das ist ja eine Waffe. So. Hier, der Weg ist frei und die erste Bombe ist schon wieder hier weiterhin runter gegangen. Das ist ja auch cool. Oh, hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht hier von irgendeinem Kack getroffen werde. Zum Beispiel von diesem Ding. Oh, wow. Wieso ist der denn einfach runtergefallen, ey, diese Wurst? Hier geht's doch bestimmt nach unten, oder? Oder doch nicht? Hm, keine Ahnung. Heppa, direkt hier nach oben. Oh, da oben geht's lang, da bin ich mir fast sicher. Ja, das sieht schon sehr verdächtig aus. Mal schauen, was hier ist. Oh, die Mitte war da. Ansonsten nichts? Hä? Kann doch gar nicht wahr sein. Ich möchte nicht in den Abgrund springen. Okay, hier sind aber Blöcke, deswegen kann man hier erleben. Sehr cool. Direkt mal einen Powerpilz eingesammelt. Und ich habe noch gar keine Münze hier gesehen, ey. Das finde ich blöd. Da ist einer, aber ich glaube nicht, dass das die erste ist, zufälligerweise. Hä? Oh, der ist doch jetzt bestimmt nicht nah genug dran, um das in die Luft zu sprengen. Ja, wusste ich's doch, ey. Verdammt. Okay, müssen wir es anders machen? Nehme ich halt euch. Haha. Und dich kann ich jetzt dahin schleudern oder absetzen.
Oh, das war knapp, aber zum Glück habe ich mich nicht selber in die Luft gesprengt. Zumindest ein Erfolgserlebnis. So, dann nehme ich halt dich. Aua, das lief nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, ganz um ehrlich zu sein, ey. Toll, ey. Will man noch einmal nur diese Sternmünze erreichen und dann geht das nicht. Weil dieses dumme Ding hier vorzeitig explodiert und nicht an dem Ort, wo ich es will. Und diese Dinger hier erinnern mich voll an die Brücken, die es so in Videospielen immer gibt oder Actionfilmen, wo dann mit dem Auto dann immer noch rüberspringen muss. Gerade wo die Brücke hochfährt, um die Verfolger auszuschalten. Kann ich hier nicht von da ran? Das wäre doch super. Und das sieht doch fast so aus, als ob das geht. Nee, geht nicht. Schade. Ja, die eliminieren sich zum Glück gegenseitig. Fast. So, und hier geht es doch bestimmt rein, oder? Oder kommen da Gegner raus? Da kommen Gegner raus. Okay, alles klar. Ich will es gar nicht genauer wissen. Ja, super. Und da würde ich gerne in die Röhre. Mal schauen, wie uns das möglich ist. Oh, der ist ja gut positioniert dafür. Ja, wunderbar. Jetzt können wir direkt hier in die Röhre und ich hoffe mal, das ist eine Münze. Wahrscheinlich die dritte, weil die anderen beiden haben wir, glaube ich, schon verpasst. Zeitlich kann ich mir nichts anderes vorstellen. Und ich glaube, ich kratze hier bald mal irgendwann ab, weil das ist doch hier gefährlich eigentlich. Was um? Nein! Was? Nein! Nein! Oh Gott im Himmel, ey. Das sind keine Fußbälle, Mann. Und die bouncen hier komplett durch die komplette Gegend. Das ist auch doof. Okay, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr schaffen. Aber doch, außer ich nehme den hier mit. So, hallo, hier ist dein Ort. Haha. Nein, jetzt sag nicht, das geht nicht. Sag nicht, dass das nicht geht. Ach, doch geht. Wunderbar, ich habe es geschafft. Ich habe eine Münze. Leider die dritte. Die anderen beiden haben wir verpasst. Tolle Wurst. Aber egal, das Level schaffen wir vielleicht trotzdem noch. Das wäre toll. Ich wusste ja, wo die eine ist. Oh, hab's sie aber nicht bekommen. Na gut, müssen wir das auch am Ende der Welt nochmal machen, nachdem wir den Gegner hier besiegt haben oder kurz davor. Ist ja auch kein Problem. Ja, Zeitlimit, du musst hier gar nicht so einen Stress machen. Wunderbar, das nächste Level hier geklärt. Und wir haben noch ein paar Minuten, 3 Stück, um genau zu sein. Deswegen können wir uns auch hier nochmal in das nächste Level trauen. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Die Welt 4-6 ist das. Gibt's in dieser Welt eigentlich gar keine Ass-Level? Keine Ahnung, habe ich jetzt auf der Karte auf Anhieb nichts gesehen. Mal sehen, was uns in diesem Level so erwartet. Es sieht auf jeden Fall schon mal recht ähnlich aus wie bisherige. Oh, hier ist wieder Nessie oder Yoshi oder Yoshi-Neshi oder so, keine Ahnung. Eine Weggabelung, die finde ich natürlich immer uncool. Ja, oh, sehr witzig, meine Freunde. Wie soll ich das denn bekommen? So. Ja, ein idyllischer Ritt auf dem Dinosaurier durch die sagenumwobenen Säuretiefen des Todes oder so. Man muss das ja immer ein bisschen dramatisieren, nicht? Ansonsten guckt ja kein Mensch mehr zu, wenn man nicht hier irgendwie Übertreibungen anbringt. Macht ja auch die Bild-Zeitung nicht anders. Ich finde den Hintergrund auch recht schön. Mit diesem Parallax-Scrolling ist auch sehr nett. Ich glaube, Mario, Super Mario für den hier Nintendo Super Nintendo war eins der ersten Spiele, das Parallax-Scrolling integriert hatte. Für die Leute, die nicht genau wissen, was ich damit meine, das ist, wenn die Hintergrundebene, also wenn der Hintergrund auf mehreren Ebenen gelagert ist und der eine scrollt schneller als der andere, das nennt man dann Parallax-Scrolling. Sieht dann so 3D-mäßig aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Nette Idee, wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist sicherlich ein Software-Genie. Oh, hier ist ein Schalter, ein Power-Schalter, ein P-Switch. Aber den möchte ich nicht aktivieren, weil sonst... Ach doch, kann ich aktivieren. Auch dann kann ich noch zu der Münze. Super, damit haben wir schon die zweite. Das läuft ja ganz gut in diesem Level ausnahmsweise mal. Okay, hier geht's nicht rein. Ich möchte auch ungern mich von so einer Blume hier fressen lassen. Hier geht es doch rein, oder? Nee, geht nicht. Oh, oh. Nein. Nein, Leute. Was macht ihr mit mir, ey? Ich hätte auch gerne einen Power-Up. Ich kann euch wahr sein, dass es hier kein Power-Up gibt, außer dieses eine, was man nicht bekommen kann, weil das direkt ins Wasser fällt. Das ist ja also total nervig. Wie kann man denn das bekommen dann? Ach, bestimmt hier in so einer Fragezeichenbox oder so, aber na, das ist mir auch zu gefährlich, da jetzt eine Stampfattacke zu machen oder so. Am Ende rollt der Pilz eh wieder runter. Probieren wir es einfach nochmal als kleiner Mario hier durchzukommen. Die fliegenden Koopa sind natürlich da das Problem. Diese beiden hier, Larry und Harry oder wie die heißen, keine Ahnung. Da geht's nicht rein. Hier auch nicht. Oh, hier ist ein Schalter, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, hier. Haha. So, tschüssi. Ist das hier der Weg zu einem Secret Exit? Kann das sein? Oder ist hier eine Münze? Eins von beiden schütze ich mal.
Oh, eine Münze, cool. Das ist die dritte, tatsächlich unfassbare Sache. Habe ich ja tatsächlich noch was geschafft in diesem Part. Und ein Leben gibt's auch noch oben drauf. Jetzt darf ich allerdings nicht sterben, das wäre sonst traurig. Ich hoffe, ich komme jetzt relativ nah am Ziel raus. Nein! Nein! Ah! Okay, im nächsten Part machen wir das doch mal ordentlich. Da kommen wir hoffentlich durch dieses Level durch und lassen uns nicht von dem letzten Gegner im Level besiegen. Das ist ja wieder total dumm gelaufen, Mann. Also im nächsten Part geht's weiter mit New Super Mario Brothers. Bis dann, schönen Tag euch noch und viel Spaß bei was auch immer ihr noch heute vorhabt. Also Leute, bis zum nächsten Mal.